Hallo und guten Morgen. Hier bin ich wieder. Und es hatte keine Fragen. Und deshalb möchte ich dir heute eine Geschichte erzählen. Quasi eine gute Morgengeschichte, die zeigt, wie wichtig es ist, seine eigenen Bedürfnisse auszusprechen. Und zwar ungeschminkt und direkt. Ohne um den heißen Brei herumzureden. Ich erzähle dir heute Morgen die Geschichte vom Bär und seiner Todesliste. Die Tiere im Wald waren total aufgeregt, denn es ging das Gerücht um, dass der Bär eine Todesliste hatte. Es war eine Riesenaufregung, niemand wusste, was zu tun sei. Und dann nahm sich der Hirsch seinen ganzen Mut zusammen und sagte sich, okay, ich muss das klären. Er ging zum Bären und sagte, Bär, es geht das Gerücht um, dass du eine Todesliste hast. Stimmt das? Und der Bär sagte ganz ruhig und gelassen, ja, Hirsch, das stimmt. Und der Hirsch fragte, bin ich da auch drauf? Und der Bär sagte ganz ruhig und gelassen, ja, Hirsch, da bist du auch drauf. Und der Hirsch rannte in Panik durch den Wald davon. Und 2 Tage später war er tot. Die Aufregung wurde groß und größer. Irgendwann hielt es der Fuchs, der schlaue Fuchs, nicht mehr aus und sagte, okay, ich gehe zum Bär, ich muss das klären, ich muss da irgendeine Aufklärung finden. Und ging zum Bären und sagte, Bär, wir wissen jetzt, dass du eine Todesliste hast. Und bin ich da auch drauf? Und der Bär sagte ganz ruhig und gelassen, ja, Fuchs, da bist du auch drauf. Und auch der Fuchs rannte wie verrückt durch den ganzen Wald. Und 2 Tage später war er tot. Es war schrecklich im Wald. Es war wirklich schrecklich. Niemand wusste, was jetzt los ist, wann er drankommt, was die Tiere tun könnten. Und irgendwann wurde es dem Hasen einfach zu viel. Und er hoppelte mit seinem ganzen Mut im Herzen zum Bären und sagte, Bär, wir wissen, du hast eine Todesliste. Bin ich da auch drauf? Und der Bär sagte, ja, Hase, da bist du auch drauf. Und da sagte der Hase, Bär, kannst du mich streichen? Und der Bär sagte, ja, Hase, natürlich, kein Problem. Ich muss da nichts mehr dazu sagen. So geht's, wenn man seine Bedürfnisse ausspricht. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende und viel Vergnügen beim Bedürfnisse aussprechen. Tschüss.